Wir stehen jetzt hier am Rhein-Herne-Kanal, aber es geht heute nicht um Schiffe, sondern um Kunst. Christoph Schläger und seine Frau Marion proben hier für das große Betonpumpenkonzert im Oktober. Marion, ja. Was machen wir heute hier? Heute machen wir eine Probe, einen Test, richtig, um zu gucken, wie das klingt. Und für uns ist das der erste Test mit dem Zug und dem Waggon, die mitspielt, als dritte Klanginsel, du hörst das schon. Um zu proben, ob das richtig gut klingt und ob das gelingt. So wird sich das dann auch im Oktober anhören? Genau. Und dann ist noch eine dritte Insel an der Überseite, ne? Bei der Betonpumpe sind wir an der Überseite. Wo genau? Bitte? Was genau werden wir auf der anderen Seite sehen? Wir sehen dann 7 Betonpumpe, die tanzen eigentlich, die bewegen mit der Musik. Unten ist noch ein Klanginsel auch dort. So von 3 Seiten hört man Klänge. Was ist deine Aufgabe bei der Sache? Meine Aufgabe ist zu sorgen, dass das funktioniert an dieser Seite und dass die Betonpumpe richtig schöne Bewegungen machen. Das ist, was ich mache. Was sind denn schöne Bewegungen? Das sind natürlich große Autos, ne? Sind richtig groß, sie können bis 40, 50 Meter hoch. Und was ich mache, eigentlich wie Ballerinas mache ich sie eigentlich. Das, so, sie tanzen und natürlich sind sie nicht schnell in ihren Bewegungen, aber tanzen und machen ein bisschen Figuren da, dort, die auch zur Musik passen, die Christoph macht. Da dürfen wir heute gespannt sein. Da ist ja der Christoph. Was bringt diese Probe heute? Die Probe ist ja ganz wichtig. Wir wollen wirklich den Klangraum erfahren und erhören. Nicht? Also wie sich der Klang hier ausbreitet, gibt es Echos, kommt er sozusagen über die Kohlenhalde hier rüber. Und gibt es Reflexionen? Das ist ganz wichtig für uns, auch die richtigen Distanzen. Und klappt es? Es klappt wunderbar. Also der Raum ist fantastisch. Ein echter urbaner Klangraum, der sich hier eröffnet. Wann können wir das endgültige Werk hören? Das endgültige Werk ist am 1. Oktober. 19 Uhr beginnt das Konzert hier. Alles klar, dann freuen wir uns auf den 1. Oktober für das endgültige Konzert. Und ich verbleibe mit einem Glück auf. Thank you.